Siegfried Mauser, renommierter Pianist. Ehemals Präsident der Musikhochschule in München. Es gibt harte Vorwürfe gegen ihn. Er sei ein Grabscher, Belästiger, Täter. Er muss das spüren, dass ich das nicht will, weil ich nichts, aber auch gar nichts getan habe, ihn zu ermuntern. Eben sogar gesagt habe, lass das, ich will das nicht. Ich habe sie umarmt und ich habe ihr einen Kuss gegeben. Ich glaube nicht, dass es ein Zungenkuss war, aus meiner Erinnerung. Dass ich da was falsch gemacht haben konnte, habe ich ja lange Zeit überhaupt nicht für möglich gehalten. Mir ist ganz oft gesagt worden, na, das hat doch jeder gewusst, wie er ist. Was so für mich übersetzt heißt, naja, das ist schon nichts Schlimmes und da guckt man halt drauf oder man guckt besser weg. München 2016. Viele Monate bevor die Welt von MeToo gehört hat, bringt ein Fall die Kulturszene in der bayerischen Hauptstadt zum Beben. An der renommierten Hochschule für Musik und Theater wird ermittelt. Gegen einen Professor soll Anklage erhoben werden, wegen mehrfacher Vergewaltigung. Der ehemalige Präsident der Hochschule, Siegfried Mauser, schaltet sich ein. Er will als Zeuge für den betreffenden Kollegen aussagen. Professorin Christine Schornsheim erfährt davon. Und alte, unschöne Erinnerungen, sagt sie, werden wach. Sie wurde selbst zum Opfer sexueller Übergriffigkeit. Von Mauser, 6 Jahre zuvor. Bislang hatte sie in der Öffentlichkeit geschwiegen. Doch dass Mauser für einen anderen, mutmaßlichen Täter aussagen will, ändert ihre Meinung. Das war der Moment, wo bei mir das berühmte Fass zum Überlaufen voll war. Und ich das Bedürfnis hatte, der leitenden Kriminalkommissarin einfach Bescheid zu sagen, dass ich, wenn es darum geht, dass Herr Mauser einer der Hauptzeugen möglicherweise in diesem anderen Prozess sein würde, dass ich da meinen Zweifel an der Glaubwürdigkeit und an der Rechtschaffenheit hätte. Und dann kam ich zu ihr und erzählte ihr meine Geschichte. Und am Ende dieser Darstellung, das dauerte, glaube ich, mit Nachfragen und allem schon fast 3 Stunden, sagte sie, ja, das wird jetzt ein neuer Fall. Ich habe mir gedacht, das wird sich jetzt ganz schnell auflösen. Das ist sicher irgendein Missverständnis, das sich sehr schnell klären lässt. Das war mein erster Impuls. Und dann bei diesem Verhör dann hat sich herausgestellt, dass da doch schwerwiegendere Anschuldigungen vorliegen. Da war ich dann völlig geplättet, muss ich sagen. Was war passiert? Christine Schornsheim hatte einen offiziellen Termin bei ihrem Vorgesetzten, dem Präsidenten, um mit ihm über wichtige Angelegenheiten ihrer Abteilung zu sprechen. Ich hatte ein dienstliches Gespräch mit Herrn Mauser und ich betrat das Zimmer und ich konnte überhaupt nicht so schnell schauen, wie ich dann praktisch rückwärts an die Tür gedrängt wurde, an den Schultern so fixiert wurde, dass ich mich nicht bewegen konnte und irgendwie so eine Bewegung machte, wobei dann wahrscheinlich natürlicherweise sogar der Mund eben nicht ganz fest verschlossen ist. Und ehe ich noch nachdenken konnte, gab es dann einen Zungenkuss, den ich nicht mehr abwehren konnte. Und dann habe ich sie schon relativ stürmisch umarmt. Das haben wir aber sonst auch gelegentlich gemacht, auch nach Konzerten. Haben uns auch schon auch mal intensiver umarmt. Also das war eigentlich nichts Einmaliges, möchte ich sagen. Ja. Und ich habe dann auch einen Kuss gegeben. Und hat sie sich... Ein Zungenkuss wohlgemerkt, das ist ja nochmal ein Unterschied. Ne? Ja, das würde ich aber bestreiten. Das würde ich bestreiten wollen, dass das ein Zungenkuss war. Ich habe irgendwie versucht, ihn so wegzudrücken. Auf jeden Fall sehr deutlich gemacht, dass ich das nicht will. Und irgendwann hörte das auch auf. Und dann saßen wir in seinem Büro. Ich hatte für unsere Abteilung, für mein Institut sehr wichtige Anliegen. Und ich dachte,
dass das zwar irgendwie furchtbar und unangenehm war, aber es wird wieder aufhören. Und habe mich dann strategisch doch instinktiv so hingesetzt, dass ich, soweit es irgendwie ging, von ihm entfernt war. Dann bin ich von meinem Stuhl aus, wir waren gegenüber gesessen, auf die Couch, wo sie sich hingesetzt hat, merkwürdigerweise nicht auf einen Einzelstuhl, sondern auf die Couch hat sie sich gesetzt, hab mich neben sie gesetzt und habe nochmal ihre Hand genommen und gedrückt und so und dann auf meinen Schenkel gelegt. Dieses Spiel, das war natürlich überhaupt kein Spiel, aber vielleicht für ihn, wiederholte sich mehr. Ich habe auch sehr klar verbalisiert, dass ich das nicht will. Ich spüre es noch direkt, wie ich das gemacht habe. Ich habe manchmal den Vergleich gehabt mit einem Raubtier. Wenn ein Raubtier satt und zufrieden ist, ist es alles wunderbar, aber wehe nicht. Dann gibt es einen gezielten Satz und die Beute wird ergriffen. So kam ich mir vor. Aber die Beute hat nicht mitgespielt. Nach ihrer Aussage bei der Polizei spricht Christine Schaunzey mit einer Kollegin, einer Gitarristin, von der sie weiß, dass sie mit Siegfried Mauser ähnliche Erfahrungen gemacht haben soll. Die Gitarristin geht nun auch zur Kripo und gibt zu Protokoll, dass Mauser während einer Probe ihre Brust und Genitalien berührt habe. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft und erhebt Anklage. Beide Fälle werden vor dem Amtsgericht München verhandelt. Siegfried Mauser bestreitet jegliche Form sexueller Nötigung. Er rechnet nicht mit einem Urteil gegen ihn. Doch es kommt anders. Zwar wird er im Fall der Gitarristin freigesprochen, doch im Fall Schaunzheim zu 15 Monaten auf Bewährung verurteilt. Siegfried Mauser, ein Täter? Er versteht die Welt nicht mehr. Ich bin ganz anders sozialisiert aus den 70er Jahren und so weiter, aus dieser Zeit großer Freiheit, auch im Umgang der Menschen miteinander. Das ist, hat sich ja radikal verändert. Ich sehe mich schon als ein Opfer, das auch jetzt mittlerweile, wenn ich es recht sehe, mit einer gewissen Nachdrücklichkeit gezielt als Sündenbock aufgebaut wird, um auch da jemand zu haben, auf dem man viel Schmutz schmeißen kann. Das ist jetzt relativ einfach. Er geht vor dem Landgericht in Berufung. Mit einer neuen Strategie. Mauser entschuldigt sich. Das Urteil fällt am Ende ähnlich aus. Freispruch im Fall der Gitarristin. Im Fall Schaunzheim wird die Freiheitsstrafe verkürzt. 9 Monate auf Bewährung. Das steht auch so gegen Aussage. Und die Selbstverständlichkeit, das hat mich total verblüfft. Die Selbstverständlichkeit, mit der automatisch, möchte ich fast sagen, der Frau geglaubt wird und dem Mann, der sich dagegen verwehrt, nicht. Der Richter begründet sein Urteil damit, dass eine Falschbeschuldigung durch Christine Schaunzheim ausgeschlossen werden könne. Die Aussagen der Betroffenen seien glaubwürdig. Alle 3 Seiten gehen in Revision. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Täter freigesprochen wird. Das ist, die Frage habe ich mir oft gestellt. Wie würde ich denn dann reagieren? Ja, schön wäre das nicht. Ich wäre natürlich nicht angetan. Aber wichtiger war, dass die Richter erstmal grundsätzlich mir geglaubt haben. Monatelang wartet die Pianistin auf ein finales Urteil. Immer wieder wird das verschoben. Für alle Beteiligten eine zermürbende Zeit. Im September 2018 wird das vom Landgericht gesprochene Urteil unverändert vom Oberlandesgericht rechtskräftig bestätigt. Was mich die ganze Zeit getragen hat dabei, auch schon im ersten Jahr, dass ich wusste, dass ich nichts erfunden habe. Ich wusste, das ist das, was ich erlebt habe. Ich habe nichts hinzugedichtet, ich habe nichts erfunden. Und wenn man ganz klar bei dem bleibt, was man erlebt hat, und dann kann einem nichts passieren. An der Münchner Musikhochschule hat sich nun vieles verändert. Siegfried Mauser unterrichtet nicht mehr dort. Über Fälle von sexueller Belästigung soll hier nicht mehr geschwiegen werden. Das Urteil gegen Mauser hat alle wachgerüttelt. Wenn der Präsident, also die Spitze einer Institution, der ja auch Vorgesetzter des ganzen künstlerischen Personals ist, sich so etwas zu Schulden kommen lässt, dann ist es im Grunde der Super-GAU im System.
Denn er ist eigentlich dafür verantwortlich, auch für den Schutz in der Hochschule vor Diskriminierung, Übergriffen zu sorgen. Doch der Fall Mauser ist nicht abgeschlossen. Während des Verfahrens von Christine Schornsheim melden sich zwei weitere Frauen zu Wort, erheben Vorwürfe. Und die MeToo-Debatte nimmt an Fahrt auf. Immer mehr Frauen und auch Männer weltweit berichten von sexuellen Übergriffen. Die meisten Opfer hatten über Jahre geschwiegen, aus Angst, aus Scham. Alle eint die Erfahrung, was es bedeutet, einem Menschen mit Macht ausgeliefert zu sein. Die Welt fängt an, umzudenken. Den vermeintlichen Bagatellen folgen persönliche Erdbeben. Das hat natürlich das Ganze schon, könnte man sagen, getragen und mitgestützt. Wenn die MeToo-Debatte nicht aufgebrochen wäre nach dem Köln, dann denke ich, hätte das auch ganz anders sich entwickeln können. Ich glaube, dass vor 10 Jahren dessen, was ich tatsächlich gemacht haben soll, wenn das der Fall gewesen wäre, ich sage jetzt mal, wenn es der Fall gewesen wäre, dass da kaum ein Hahn danach gekräht hätte. Überall in der Republik passieren sexuelle Übergriffe im Arbeitsleben. Jede vierte Frau soll nach einer Forsa-Umfrage davon betroffen sein. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hatte sich seit Jahren zur Aufgabe gemacht, aufzuklären und zu beraten. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz wird nicht nur unterschätzt, sondern vor allem verharmlost. So die Erfahrung der ehemaligen Behördenleiterin Christine Lüders. Nach dem Motto, wer wisse denn schon, was sexuelle Belästigung sei und was nur ein nett gemeintes Kompliment. Hier geht es überhaupt nicht um den einvernehmlichen Flirt. Das kann jeder machen, wie er will. Es gibt keine Grauzonen. Es ist ganz klar geklärt, was sexuelle Belästigung ist. Jede Handlung in sexueller Richtung, die unerwünscht ist, ist eine sexuelle Belästigung. Die vermeintlich zufällige Berührung der Brust, die Hand am Po, das Anstarren des Dekolletés oder ein anzügliches Kompliment. Viele Täter ignorieren schlicht, dass sie Täter sind. Sie tun diese Dinge einfach, weil sie tun können, ohne dass ihnen jemand in die Quere kommt. Und viele Opfer wissen nicht, dass sie Opfer geworden sind. Häufig erleben wir, dass Frauen gar nicht wissen, was sexuelle Belästigung ist, weil sie denken, diese Anzüglichkeiten gehören zum Leben und das tun sie nicht. Und sie müssen sie ertragen und das ist das Schlimme dabei. Was Frauen ertragen und sich nicht trauen, offen mit jemandem zu besprechen, zeigen die vielen Blogs im Netz. Hier tauschen sich Betroffene anonym aus. Es sind unzählige Einträge, Tag für Tag. Ich hatte heute ein Gespräch mit meinem Chef, da ich von meinem Arbeitskollegen wiederholt belästigt wurde. Er hatte seine Frau dazu geholt und sie meinte, ich würde mich anstellen. Ich sollte ja froh sein, dass ich angemacht werde, weil es doch sozusagen ein Kompliment sei, dass ich nicht hässlich bin. Sie sagte auch noch, dass ich vor Gericht keine Chance hätte, da irgendetwas zu bewerkstelligen. Ich werde dauernd von meinem Chef belästigt. Er versucht, jede Situation auszunutzen, mich zu berühren. Beim Vorbeigehen streicht er leicht über meinen Po. Oder ich muss ihm dauernd erklären, was ich gerade an Arbeit auf dem Tisch habe. Dabei legt er den Arm um mich. Hab ihm schon mehrmals gesagt, dass ich das nicht will. Er hält sich aber nicht dran. Was kann ich da noch tun? Ich brauche doch meine Arbeit. Ich bin 17 Jahre und weiblich und mache im Moment mein Fachabitur in Technik. Dazu gehört ein Jahrespraktikum. Der eine Kollege war von Anfang an sehr nett zu mir und er fragte dann, ob er mein Freund sein darf. Ich antwortete dann mit Nein. Und er meinte daraufhin ernsthaft, ob Anfassen und Befummeln geht. Sexuelle Belästigung wird selten gemeldet, aus Angst, den Job zu verlieren. Betroffene müssen sich auch oft den Vorwurf gefallen lassen, es darauf angelegt zu haben. Es sind natürlich erstmal wenige, die es überhaupt thematisieren, die es ansprechen, die sagen, das war nicht okay. Aber die es dann tun, die berichten halt immer wieder, dass sie dann ja ausgelacht wurden, dass ihnen erzählt wurde, ja, es war alles nicht so gemeint, jetzt hab dich mal nicht so. Also dass es dann eben verharmlost, verniedlicht wird und dass sie schlichtweg nicht ernst genommen werden. Das macht es dann einfach extrem schwer, das überhaupt zu thematisieren. Und gerade wenn es um
den Arbeitsplatz auch geht, also wirklich die Grundlage von, damit verdiene ich mein Geld, damit muss ich mein Leben bestreiten, da will ich vielleicht auch noch Karriere machen und solche Sachen. Karriere im Krankenhaus zu machen, bedeutet heute immer noch, sich in einer starken Hierarchie einzufinden, mit großen Abhängigkeiten. Die Herzchirurgin Berin Yaban weiß darum. An ihrem früheren Arbeitsplatz, einer anderen Klinik, fühlte sie sich von einem Vorgesetzten bedrängt. Der streitet alle Vorfälle bis heute ab und will sich öffentlich nicht dazu äußern. Die Ärztin konnte lange Zeit nicht mehr arbeiten. Schließlich wechselte sie in ein anderes Krankenhaus. Ich habe dann entschieden für mich selbst, dass ich jetzt wieder arbeiten möchte und auch kann. Weil vorher war ich wie paralysiert und habe die ganze Geschichte noch nicht richtig verarbeiten können. Die Geschichte fängt 2009 an. Berin Yaban beginnt als Assistenzärztin in einem Herzzentrum. Die Chirurgie ist der große Traum der Medizinerin. Eine Männerdomäne. Sie schildert die Geschichte so. Immer wieder kommt es in der Abteilung zu Problemen zwischen ihr und dem leitenden Oberarzt. Die Situation spitzt sich immer weiter zu. Die beiden streiten sich über Kompetenzen und Zuständigkeiten. Ihr Job steht zur Disposition. Ein Vorgesetzter bietet der Ärztin seine Hilfe an. Sie sucht das Gespräch. Ich bin dann halt zum Chef gegangen und habe ihm die gesamte Situation erklärt. Und dann stand ich halt auf und er stand natürlich auch auf und meinte dann nur so, Frau Yaban, Sie wissen, dann kam er dann zu mir, kam er dann näher an mich ran und meinte, Frau Yaban, Sie wissen, ich bin Ihr Freund, dann umarmte er mich auf einmal, Sie können jederzeit zu mir kommen, Sie sind nicht alleine. Wieso umarmt ein Chef mich überhaupt? Wir sind keine Freunde, wir sind nix. Und das war so, damals fing es dann so an. Ein neuer Kollege wird schließlich als Oberarzt eingesetzt, mit dem sie sich gut versteht. In einer anonymen Mail wird Berin Yaban vorgeworfen, ein Verhältnis zu dem Nachfolger zu haben. Sie erstattet Strafanzeige gegen Unbekannt und sucht wieder den Vorgesetzten für ein klärendes Gespräch auf. Dann bin ich noch mal zum Chef und dann fing er dann so an, ja, Frau Yaban, es wird immer noch über Sie gesprochen, über Sie und den leitenden Oberarzt. Und dann meinte er so, nahm meine Hand. Und man dir, Frau Yaban, wenn Sie so attraktiv sind. Ich war natürlich völlig perplex. Und das Erste, was ich natürlich gemacht habe, bin dann gleich zum leitenden Oberarzt gegangen und habe gesagt, hör mal, das und das ist vorgefallen. Sie berichtet daraufhin dem Verwaltungsdirektor und der Mitarbeitervertretung der Klinik von den Begegnungen. Sie möge sich wieder melden, wenn die Situation sich nicht bessern sollte, so erzählt Yaban. Die Assistenzärztin geht auf Distanz zu ihrem Vorgesetzten und hofft auf diese Weise, die Situation zu entspannen. Während einer Operation braucht sie Unterstützung und bittet diesen Vorgesetzten um dessen medizinische Hilfe. Ein paar Tage nach der Operation bin ich dann zu meinem Chef gegangen, um mich zu bedanken, weil er mir im OP geholfen hatte. Ich habe meinen Arm ausgestreckt und dann stand er auch schon auf und lehnte sich zu mir nach vorne hin, um mir einen Kuss geben zu wollen. Da war ich völlig perplex und wusste erst mal gar nicht, wie reagieren. Dann meinte ich nur, ja, ich wollte ihm nur sagen, dass ich mich bedanken wollte und bin ich sofort aus dem Zimmer rausgegangen. So, und dann dachte ich, okay, mal schauen, was jetzt passiert. Es war dann auch so, am Montag gab es dann eine Frühbesprechung und da war er schon, ist er völlig sauer ins Zimmer reingekommen, in die Frühbesprechung und guckte mich schon an und guckte wieder weg und meinte, ach ja doch, Frau Yaban, im Übrigen, eigentlich dürfen Sie gar keine Dienste machen. Er bestrafte mich damit, indem ich halt nicht operieren durfte. Und er wusste ganz genau, dass OP für mich halt das Allerwichtigste, mit eines der Wichtigsten, das Allerwichtigste ist. Ja. So deutet Berin Yaban die Situation. Abgestraft, weil sie die Avancen ihres Vorgesetzten abgelehnt hatte? Der Vorgesetzte bestreitet dem Arbeitgeber gegenüber jegliche Vorwürfe. Sie meldet sich krank. Schließlich sucht sie erneut das Gespräch mit der Klinikleitung. Man versichert ihr, so erzählt Yaban, dass man den Vorfällen nachgehen werde. Die Assistenzärztin will das Ganze nicht auf sich beruhen lassen. Ihr Mann,
Michele Muschi, selbst Chirurg an einer anderen Klinik, unterstützt seine Frau. Die 43-Jährige sucht einen Anwalt auf, der schriftlichen Kontakt mit der Geschäftsführung aufnimmt und den Sachverhalt aus Sicht seiner Mandantin erläutert. Die Klinik reagiert mit Freistellung. Yaban erhält in kurzer Zeit 7 fristlose Kündigungen, unter anderem wegen der Verleumdung des Vorgesetzten. Damals in der schlimmen Phase war das sehr, sehr wichtig, dass wir oder dass ich von meinem Mann unterstützt worden bin in jeder Hinsicht, weil ich war ja damals wie gelähmt. Ich glaube, Frauen, die so sexuell belästigt werden, das auch noch kundtun, die dann keine Unterstützung haben, die fallen in ein ganz tiefes Loch. Bernie war nicht mehr ansprechbar. Sie war einfach keine Person mehr. Von jetzt auf nachher war das ganze Leben geändert. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da jemand eine Unterstützung hat. Alleine geht es nicht. Nee, war eine schwierige Phase. Auf alle Fälle. Sexuelle Belästigung ist eine Grenzüberschreitung, die von Fall zu Fall anders erlebt wird. Betroffenen wird von außen oft Übertreibung oder gar falsche Einschätzung vorgeworfen. Also ich spiele jetzt mal den Advocatus Diaboli und sage so, wo ist denn das Problem, Frau Yaban? Der hat Ihnen die Hand auf die Hand gelegt, er hat sich Ihnen zugewandt, gleichzeitig hat er Ihnen doch Hilfe angeboten. Woher kommt dieses Gefühl, dass Ihnen das unangenehm ist? Naja, erst einmal, dass er mich körperlich, also ich, erst einmal darf mich, sollte mich oder darf mich keiner körperlich anfassen, wenn ich nicht einverstanden bin. Davon abgesehen, dass mich nicht jeder anfassen kann. Also da kann ja jeder sonst zu mir kommen und mich umarmen oder seine Hand auf meine Hände legen. Das geht natürlich nicht. Also da war ja schon die Grenze überschritten. Die Klage der Ärztin wird in der ersten Instanz abgewiesen. Das Gericht hält die Kündigungen der Klinik für rechtmäßig. Die Begründung? Yaban habe falsche und unzureichend beweisbare Vorwürfe erhoben und ihren Vorgesetzten vorsätzlich schädigen wollen. Von Ehrverletzung und Ansehensverlust durch Beren Yaban spricht der Richter. Der Richter hat dann letztendlich zum Schluss gesagt, dass ja alle Vorfälle, die 4-mal in den 4 Jahren, dass es ja A, nicht schlimm ist und außerdem kann er das nicht nachvollziehen. Und ich bräuchte eigentlich auch gar nicht in Berufung zu gehen, weil, wissen Sie, Frau Yaban hat ja gesagt, Sie sind klein und schwach und die Klinik ist groß und stark. Und Sie werden gegen diese Klinik nicht ankommen werden. Überlegen Sie sich das gut oder auch für meine zukünftige Berufskarriere. Beren Yaban geht in Berufung. Die Kündigungen werden in der zweiten Instanz für nicht rechtmäßig erklärt. Sie bekommt eine Abfindung. Wessen Schilderungen der Begegnungen im Büro glaubwürdiger sind, spielt in der Urteilsbegründung keine Rolle. Die Kündigungen sind deshalb unwirksam, weil die Klinik verpflichtet gewesen wäre, Yaban vor ihrer Entlassung anzuhören. Ein Ermittlungsverfahren seitens des Krankenhauses gegen die Ärztin wegen übler Nachrede wird eingestellt. Die Klinik äußert sich uns gegenüber nicht mehr zu dem Fall. Sexuelle Belästigung hat oft auch etwas mit Macht und Machtausübung zu tun. Gerade wenn der Chef selber der Belästigende ist, dann hat das was damit zu tun, dass jemand in einer anderen oder in einer hierarchisch unteren Position sich in irgendeiner Form verpflichtet fühlt, etwas zu tun und sich auch bedrängt fühlen kann. Wenn beispielsweise ein Chef jemanden einlädt abends und diese Einladung nicht befolgt wird, ja, dann fühlt sich die Frau in einer sehr schwierigen Position, noch dazu von einem Arbeitgeber, von dem sie abhängig ist. Und wir alle wissen, was es bedeutet, im Arbeitsleben abhängig zu sein. Was soll man tun, wenn ein Vorgesetzter seine Position sexuell ausnutzt? So geschehen in dem Fall einer Frau, die anonym bleiben möchte. Für ihren Konzern organisiert sie einen Workshop. Ihr Auftraggeber ist anwesend. Der Tag verläuft gut. Abends sitzen beide mit einem Kollegen an der Hotelbar. Der Kollege geht eine rauchen. Die Frau bleibt alleine mit ihrem Auftraggeber zurück. Wir waren per se. Das hatte genau die Distanz, die ich auch vernünftig finde und für mich sehr unvermittelt
hat er plötzlich angefangen, mich anzufassen und mich am Nacken zu massieren. Da habe ich mich erst mal erschreckt und noch gedacht, okay, hat jetzt auch schon ein bisschen Wein getrunken, kann vielleicht ein Versuch sein. Aber das möchte ich nicht. Die Situation war aber auch so, dass eigentlich klar war, dass der Abend jetzt auch zu Ende ist und wir dann auch aufbrechen und alle in ihre Zimmer gehen. Und man aus dem Fahrstuhl rausgeht, steht man im Flur des Hotels und dann hat er weiter angefangen, mich anzufassen und hat versucht, mich zu küssen. Ich habe dann sehr schnell gesagt, ich möchte das nicht. Und ab dem Moment aber eigentlich auch gedacht, wie kriege ich die Situation jetzt so in den Griff, dass wir morgen weiterarbeiten können, dass er sich nicht zu bloßgestellt fühlt, dass das irgendwie so ist, dass wir sagen, hey, verabschieden uns jetzt entspannt und sehen uns dann morgen wieder. Und wahrscheinlich einfach die Idee gehabt, dass ich auf meinem Zimmer in Sicherheit bin, was eine fatale Idee war. Und habe mein Zimmer aufgemacht und ich habe angefangen zu weinen. Ich lag auf dem Bett und habe geweint und habe aber auch keinen Weg. Ich habe einfach keinen Weg für mich gewusst, wie ich mich aus dieser Situation befreien kann. Und die ganze Zeit hatte ich in meinem Kopf dieses Arbeitsthema, dass wir hier weiterarbeiten müssen, zusammen auch am nächsten Tag weiterarbeiten müssen. Dann ist es ein Gefangensein in dieser Situation und der Mensch ist nicht sehr gut darin, das auszuhalten und blendet dann wie aus. Blendet sich selbst aus dieser Situation aus. Es ist ein guter Schutzmechanismus. Einerseits und andererseits natürlich was, wo ich mich im Nachhinein gefragt habe, warum habe ich denn nicht? Hätte ich doch bloß. Ich hätte doch nur laut schreien müssen. Ich bin in der Nacht zu einem Kollegen, der auch ein guter Freund ist, noch hin. Und habe ihm das erzählt. Der völlig fassungslos natürlich war und völlig verstört. Und der gesagt hat, okay, wir rufen sofort die Polizei. Und wir klären das jetzt sofort. Und das war für mich unvorstellbar. Ich war so voll Angst. Ich weiß gar nicht, wovor, ja, meinen Job zu verlieren vielleicht. Dass mir nicht geglaubt wird, auf jeden Fall. Dass er ein leichtes Spiel hat, die Situation anders aussehen zu lassen. Sie lässt in der Gerichtsmedizin die letzten Spuren sichern und berichtet der Anlaufstelle für Diskriminierung im Konzern von dem Vorfall, ohne den Namen des Täters zu nennen. Es folgt eine Therapie. Bis heute denkt sie darüber nach, den Mann anzuzeigen. Ihren Job im Unternehmen hat sie gekündigt. Der Konzern hat sich nie mehr erkundigt, wie es ihr geht. Die MeToo-Kampagne bestärkt Betroffene sexueller Belästigung, sich zu wehren. Doch der juristische Weg ist mühsam. Meist steht Aussage gegen Aussage. Die Glaubwürdigkeit der Opfer ist entscheidend für das Urteil. Befragungen sind eine große Belastung. Dass es nicht so weit kommen muss, dafür kann eine gute Unternehmenskultur sorgen. Doch die fehlt an vielen Orten. Köln. Auch öffentlich-rechtliche Sender geraten unter Beschuss. Nach mehreren Vorfällen, unter anderem beim WDR, besteht Handlungsbedarf. Im Raum stehen Vorwürfe von sexueller Belästigung. Als unabhängige Gutachterin wird die ehemalige Gewerkschaftlerin Monika Wulff-Mattis beauftragt. Ihr Ergebnis ist eine Aufforderung. Ich würde mir wünschen, dass Männer bei so bestimmten Diskussionen eben dann auch sagen, hör mal zu, was du da gesagt hast, finde ich nicht in Ordnung. Und das schadet dem Betriebsklima, das schadet den Arbeitsbedingungen, die wir hier haben. Lass das doch. Ich denke, es kommt jetzt wirklich darauf an, dass deutlich gemacht wird, dass es diesen Kulturwandel braucht, dass das nicht irgendwas
nice to have und so ein bisschen Sahnehäubchen ist und kosmetische Korrektur, sondern dass es tiefer geht und dass es auch notwendig ist, dass die gesamte Führungsmannschaft dahinter steht. Die Leitung des WDR zeigt sich ernüchtert von den Ergebnissen der Untersuchung. Intendant Tom Buro kündigt einen umfassenden Kulturwandel an. Es gibt Konzerne, die sich bei dem Thema schon länger engagieren. Ein Beispiel ist die Deutsche Bahn. Sexuelle Belästigung ist in dem Unternehmen kein Tabuthema. Die konzerneigene Ombudsfrau spricht offen über Vorkommnisse. Es ist die ganze Bandbreite von verbalen Attacken bis zum Zeigen von Fotos, die Frauen oder auch Männer unangenehm berühren. Es gibt das Thema bis zum Thema Stalking, auch das kommt vor, bis zu physischer Gewalt. Silvia Müller berät jeden Betroffenen persönlich. Die Bahn bietet externe psychologische Angebote sowie eine juristische Beratung. Auch in der Ausbildung spielt das Thema Diskriminierung eine Rolle. Gerade für Berufsanfänger ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ein schwieriges Thema. Die Azubis sind jung, neu und unerfahren. Projekttag in Berlin. Auch über Diskriminierung wird offen diskutiert. Eine Gruppe hat sich in einem Film mit diesem Thema beschäftigt. Sexuelle Belästigung ist leider ein Tabuthema in der heutigen Gesellschaft. Ihr Fokus? Sexuelle Belästigung zwischen Männern. Der Film soll zeigen, dass das Thema nicht nur Frauen betrifft. Es ist so eine große Dunkelziffer von Leuten, die das einfach nicht wahrhaben wollen. Und natürlich auch unser Konzern, 200.000 Mitarbeiter, dass man da auch einfach sagt, ja, da findet sowas definitiv auch statt. Deshalb haben wir das Thema gewählt. Für die Männer haben wir uns entschieden, weil es halt dann doch von der Männerseite noch ein großes Schamgefühl gibt, wenn sie jetzt sexuell belästigt werden. Die sind nicht so und sagen, mir ist es passiert, weil für einen ist dann ein Stück die Männlichkeit weg, weil man immer denkt, man ist so in der großen Beschützerrolle, aber in dem Moment ist man halt dann einfach in der Opferrolle. Wir wollen einfach auch aufzeigen, dass auch der Mann die Hilfe in Anspruch nehmen kann, dass er damit nicht alleine ist. Das ist ja auch ein schwieriges Thema, ne? Ja, ist ein schwieriges Thema. Silvia Müller klärt den Nachwuchs darüber auf, wie man sich im Falle von Belästigung verhalten soll. Offenheit darf nicht zum beruflichen Risiko werden. Wir brauchen so eine Kultur, die frei ist von Angst. Und das ist so das Thema, was wir befördern wollen. Du musst keine Angst haben, du kannst dich melden. Und so eine Vorbildfunktion. Es gibt ja doch Mitarbeiter, die in die Offensive gehen und die das zeigen. Und an solchen Beispielen klarzumachen, sieh mal, ich habe es gewagt. Ich habe dafür gesorgt, dass die Atmosphäre besser wird und dass sowas auch geahndet wird. Auch im Bildungsbereich, wo der Schutz besonders wichtig ist, kommt es vor, dass die Verantwortlichen ihrer Verantwortung nur ungenügend nachkommen. Ein Fall an einer deutschen Universität. Ein Dozent ist jahrelang übergriffig, immer an Frauen in den ersten Semestern. Jeder weiß es, niemand reagiert, bis einige Betroffene auspacken. Ich hatte das erst nur gehört, dass er Besprechungen für Hausarbeiten oder Klausuren oder irgendwas Relevantes regelmäßig dienstags in so einer Kneipe macht. Irgendwann dann habe ich gemerkt, dass eine Hand auf meinem Oberschenkel nagt, die dann immer weiter zwischen meine Beine gerutscht ist und also sehr tief, also eben im Schritt. Und dann habe ich mich zu ihm umgedreht und habe ihm dann gesagt, da liegt eine Hand, die nicht von mir ist, auf meinem Schenkel, die soll da bitte weg. Und dann hat er nochmal nachgegriffen, irgendwie so die. Und ich so, ja, genau die. Die muss da jetzt weg. Er meinte dann, ja, also ich möchte gar nicht zudringlich werden, aber ich wohne praktisch auf der anderen Straßenseite. Und wir könnten uns auch in meine Küche setzen und da weiter reden. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass das eine Masche ist, die er gerne anzuwenden scheint. Die Bibliothek, die er hatte, hat er mir zuerst gezeigt, mit seinem Stehpult, an dem er gerne arbeitet. Und daneben war dann das Schlafzimmer, was er mir zeigen wollte. Er fragte mich dann irgendwie mitten im Gespräch, ob er meine Wange streicheln dürfe. Irgendwann hat er dann angefangen, meinen Fuß zu greifen und mir den Fuß zu massieren. Und da habe ich dann beschlossen, das
mir das jetzt so unangenehm ist, dass ich gehen möchte. Er fragte mich dann, ob ich denn Interesse hätte an Treffen dieser Art weiterhin. Und er stand halt wirklich vielleicht 10 Zentimeter vor mir. Und ich habe schon praktisch die Ader auf der Stirn pulsieren sehen. Und habe dann aber gesagt, nee, also Treffen dieser Art möchte ich nicht. Er hat ja teilweise auch direkt den Frauen Angebote gemacht. So mehr oder weniger, wenn du mir gefällig bist, dann bewerte ich dich anders. Und klar, diese Frauen, die da vielleicht mitgemacht haben, die haben auch gute Noten bekommen. Also das weiß ich, dass es auch solche Sachen gab. Und die Frauen, die das eher abgelehnt haben, die haben dann entsprechend natürlich schlechtere Noten bekommen. Man ist jugendlich, man kommt irgendwie behütet aus der Schule, fängt ein Studium an. Ja, man ist ja irgendwie noch halb Kind. Und dann hat man irgendwie unangenehme Begegnungen mit Leuten, vor denen man aber gleichzeitig Angst hat. Und ich weiß, das ist ein Dozent, ich muss bei dem gegebenenfalls Leistungsscheine erwerben. Wenn ich dem jetzt irgendwie vors Schienbein trete, wer weiß, was mir da an der Uni passiert. Mehrere Studierende gründen ein Bündnis, das sich an die Beschwerdestelle der Universität wendet. Man wolle dem Ganzen nachgehen, heißt es. Die Betroffenen bekommen nach eigener Schilderung keine Informationen, wie es weitergeht. Schließlich soll dem Dozenten gekündigt werden. Aber die Uni begeht juristische Formfehler. Am Ende bekommt der Dozent eine Abfindung und ein Zeugnis. Heute arbeitet er nicht mehr dort. Immerhin. Die Universität veröffentlicht erstmals genaue Richtlinien im Umgang mit Diskriminierung. Im Umgang mit sexueller Belästigung an der Hochschule für Musik und Theater in München hat man sich seit dem ersten Verfahren im Fall Siegfried Mauser auch neu organisiert. Es gibt nun mehrere Anlaufstellen für Betroffene. Mittlerweile wurde der ehemalige Präsident erneut angeklagt. 2 weitere Frauen hatten sich gemeldet im Zuge der Eröffnung des ersten Prozesses. Als ich es gelesen habe, war ich wie vom Donner gerührt und habe gedacht, jetzt muss ich aussagen, denn ich bin betroffen, ich weiß es nicht vom Hörensagen. Es war 2007, 2009 war das dann das zweite Mal und 2013. Und in all diesen 3 Fällen ist es eben zu Missbrauchsübergriffen gekommen. Maria Colin kennt Siegfried Mauser noch vom Studium. Sie lebte Jahrzehnte in Italien und trat auf vielen großen Bühnen als Opernsängerin auf. Aus privaten Gründen zieht die Freiberuflerin mit Mitte 50 wieder in ihre Heimat München. Ohne große Rücklagen sucht sie dringend nach einem Job und bewirbt sich auf einen Lehrauftrag an ihrer alten Hochschule. Sie bekommt jedoch keinen Vorstellungstermin und lässt sich schließlich 2007 bei ihrem ehemaligen Kommilitonen, nunmehr dem Präsidenten, einen Termin geben. Sie möchte wissen, warum sie bislang, trotz ihrer Qualifikation, nicht berücksichtigt wurde. Bei der Verabschiedung sei es zum ersten Übergriff gekommen, so schildert sie. Ich nahm meine Tasche, ich saß auf diesem berühmten Sofa an der äußersten Stelle. Er saß relativ weit weg, 2. Und ich packe meine Tasche ein und will mich recht zurecht machen und sehe, er stand schon auf, wie ich aufstehen wollte. Ich war halb im Aufstehmodus, stand er vor mir und schmiss mich auf das Sofa zurück. Ich habe mich dann heftig gewehrt, dass ich mich aus dieser Situation habe befreien können. Aber ich war natürlich vollkommen geschockt. Maria Colin bewirbt sich immer wieder. Sie hat kein festes Einkommen, braucht den Lehrauftrag. Erneut hat sie 2 Jahre später beim Präsidenten Siegfried Mauser einen Termin. Beim Abschied passiert nach ihrer Erinnerung Folgendes. Und da packte er mich wieder und hat mich inaktiv gesetzt, wehrlos und mir seine Zunge bis in den Hals. Ich konnte ja kaum schreien, also da würgen sie ja dann in diesem Augenblick sozusagen. Und bin dann nur wieder schauen gesagt und bin durch die Tür und bin wieder auf die Toilette und habe mich einfach nur übergeben und gezittert am ganzen Leib natürlich. Und dann wird ihnen erst bewusst, was eigentlich passiert ist. Vor allem, dass es noch mal getan hat. Also, ich muss den Spieß umdrehen. Sie hat wirklich sich körperlich an mich gewandt. Eigentlich hätte ich umgekehrt da was unternehmen müssen und sie verweisen müssen. Beim letzten Mal habe ich sie ja dann rausgeschoben mit einem gewissen Nachdruck.
wo ich, glaube ich, dann auch sie irgendwie berührt habe, sodass es für sie unangenehm war. Aber das war beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal. Aber ich habe mich an ihr überhaupt nicht vergriffen, aber in gar keiner Weise. Und ich habe ihn klar und deutlich gewarnt, um zu verhindern, dass es ein drittes Mal passiert, dass es überhaupt nur in den Bereich des Möglichen überhaupt geraten könnte. Man könnte ja auch sagen, aus weiblicher Sicht ist, nach dem, was Sie durchgemacht haben, ist es erstaunlich, dass Sie sich dieser Situation ein drittes Mal ausgesetzt haben. Ja, welche Möglichkeit haben Sie? Ich wollte in München eine Stelle haben. Das ist die einzige Möglichkeit. Es hing ja auch meine Existenz in gewisser Hinsicht davon ab. Das heißt, im Fall Maria Colin würden Sie sagen, von diesen drei Malen, die jetzt vor Gericht als Grundlage für das Urteil genommen wurden, trifft keine dieser Aussagen zu, dass Sie sie sexuell belästigt haben? Nein, nicht offensiv aggressiv, sondern allerhöchstens in so einer, auch bei mir war ziemlich viel Mitleid da dabei bei ihr, ehrlich gesagt. Eher väterliche Zugewandtheit, so würde ich das nennen. Auf der Ebene war auch vielleicht ein Körperkontakt. Aber eigentlich die offensive Körperannäherung, die ging von ihr aus. Wahrscheinlich, um mich vielleicht da auch in einer gewissen Richtung hin zu beeinflussen. Sie weiß, dass ich, oder sie wusste natürlich auch durch den Fall davor, dass ich empfänglich bin für weibliche Reize, das ist ganz klar. Der Fall wird vor dem Landgericht München verhandelt. Der Versuch von Mausers Verteidigung, mit einem psychologischen Gutachten die Glaubwürdigkeit Maria Collins in Frage zu stellen, wird abgelehnt. In der Urteilsbegründung bestätigt der Richter explizit die Glaubhaftigkeit der Aussagen der Sängerin. Für die dreifache sexuelle Nötigung erhält der Pianist 2018 das Urteil. 2 Jahre und 9 Monate Haft, ohne Bewährung. Für Mauser, der schon seit Monaten in psychologischer Behandlung ist, ein Schock. Die Anwälte gehen in Revision. Es stünde Aussage gegen Aussage. Vor 10 Jahren, wenn irgendein Großordinarius da in die Akademie reingegangen ist und dann der Sekretärin so ganz selbstverständlich auf den Hintern geklatscht hat und so, wie geht's denn, Kleines? Das war unangemessen und es ist verwerflich. Das habe ich ja nie gemacht. Das habe ich nie gemacht, sowas. Es ist halt so, dass das Ganze, finde ich, zu krass ausgeschlagen hat und auch wahnsinnig viel Unheil und auch Ungerechtigkeit erzeugen kann. Und irgendwie zähle ich mich da dazu als Opfer. Würden Sie sich auch als Täter bezeichnen? Im Sinn von Gewaltanwendung, nein. Und in welchem Sinne schon? Belästigung. Und wie geht's Ihnen damit, sich selber als Täter zu bezeichnen? Das würde ich nicht mehr machen. Ich habe mich ja dafür entschuldigt, ich sage es nochmal. Und es war eine ganz andere Zeit und es war aus einem naiven Überschwang heraus, dass ich da nicht bestimmte Grenzen, gerade aufgrund meiner Position und den Einfluss, den man natürlich damit hat, dass ich das nicht entsprechend erkannt habe und da diese Fahrlässigkeiten bei mir selber zugelassen habe, das bereue ich schon sehr. Wir müssen endlich laut werden. Und das geht nur, wenn es viele tun. Und zwar sehr viele. Und das ist mein einziger Appell. Sagt es. Der Bundesgerichtshof muss nun über die Revision entscheiden. Der Fall Mauser, er ist noch nicht abgeschlossen. Und auch die Debatte bleibt. 1 Jahr nach MeToo werden in Deutschland Opfer sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ernster genommen. Aber oft noch nicht ernst genug. Die Telaminen sind eigentlich die Menschen, die Diskriminierung verniedlichen. Und Diskriminierung darf in einer Gesellschaft nicht verniedlicht werden, weil sie trägt nicht zur Förderung des Klimas bei. Am Ende geht es darum, wirklich grundlegend andere Arbeitsstrukturen, andere Arbeitsumfelder zu schaffen. Eben solche, auf denen man sich auf Augenhöhe und respektvoll begegnet.